So, schönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Spiel Austria Wien gegen Hartberg 3:1. Ich darf Trainer Peter Stöger zunächst einmal herzlich willkommen heißen. War schon länger nicht mehr in diesem Raum. Freue mich, dass du wieder zurück bist, Peter, und gesund bist, und darf dich um ein Statement zum Spiel bitten. Bitte, Peter. Ja, also ich glaube, wir haben das Spiel verdient gewonnen. Wir haben über einen langen Zeitraum das Spiel dominiert. Wir haben sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Torchancen gehabt und haben es uns halt dann quasi selbst schwer gemacht, weil wir das dritte oder das vierte, wo die Chancen da waren, eben nicht gemacht haben. Und wie es halt dann so oft ist, dann mit einer super Aktion kommen die Hartberger retour. Dann passiert es halt so, dann hast du ein bisschen Angst im Spiel drinnen, dass du was verlierst, und Angst ist ein schlechter Begleiter. Und das hat man dann halt bei uns gesehen. Aber alles in allem muss ich sagen, bin ich mit dem Auftritt wirklich sehr zufrieden, weil wir vieles von dem, was wir machen wollten, vom Passspiel, vom Tiefgang, wie wir unsere Torschancen rausspielen wollten, wie wir unser Spiel aufbauen wollten, haben wir sehr, sehr vieles sehr, sehr gut gemacht. Und wir sind soweit zufrieden. Dankeschön, Peter. Fragen bitte? Handzeichen, der Ralf kommt mit dem Mikro. Peter Glöbel von der Kronenzeitung beginnt. Peter, es ist zwar eine altbekannte Frage, aber trotzdem, warum nicht immer? Ja, stimmt. Ja, es ist schwierig. Ich kann es immer wieder nur sagen, wir haben über die Saison immer wieder mal Phasen, wo das ordentlich funktioniert. Das ist ein Prozess, das dauert halt manchmal. Wir haben es auch zu selten über 90 Minuten geschafft. Das ist dann aber auch eine Frage des Selbstverständnisses, vielleicht auch eine Frage der Qualität. Dass die Jungs kicken können, das ist klar, dass wir aber auch mit einem Zentrum, Martel, DeMarco, richtig gut aufgestellt sind. Und das auch nicht immer möglich war, muss man ganz einfach sagen, das ist schon wichtig. Die Buben machen das sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Und wenn wir es öfter in der Art und Weise gezeigt hätten, waren wir vielleicht ein bisschen weiter vorn, aber es ist eben so. Also jetzt in der Phase ist es wichtig zu zeigen, dass diese Gruppierung, so wie sie sich jetzt dann gestaltet, mit allen ihren Fragezeichen, alles unternimmt, dass wir in diese Europacup-Chance noch kommen können. Und das ist das, was entscheidend ist. Und das ist wichtig, weil auch nach dem Alltagsspiel wieder die Diskussionen waren, wie wichtig ist es der Mannschaft noch und was war es Teufel. Und wenn sie dann so auftreten, wie sie heute aufgetreten sind, dann muss ich sagen, das ist stimmig. Und schauen wir, dass wir das die nächsten zwei Runden auch noch so hinkriegen. Dann schauen wir Harald Otto war vom Kurier. Ich habe selten so eine aggressive Austria in der ersten Hälfte gesehen. Da hat man nichts von einer Krise gemerkt. Man kann auch sagen, Hartberger Hintermannschaft ein bisschen löchrig, aber das ist auch dem Umstand geschuldet, dass deine Mannschaft heute wirklich extrem aggressiv am Ball gegangen ist. War das fast die beste Halbzeit oder einer der besten Halbzeiten dieser Saison? Und zweite Frage, redest du mit, wenn es um den Freistoßschützen geht? Nein, ich rede. Also das erste Mal, ja, stimmt, das war sicher eine von unseren besseren Spielen. Wir haben auch gesagt, wir müssen ein gewisses Maß an Aggressivität an den Tag legen. Möglicherweise auch mehr, als wir normalerweise in unserem Spiel haben. Wir haben ja eine Vorgeschichte gegen die Hartberger in den Meisterschaftsspielen. Es war ja immer ein ähnliches Muster. Und ich würde jetzt nicht sagen, wir haben uns die Schneid abkaufen lassen, aber in vielen Spielen war es halt so. Und wir haben gesagt, es ist eh okay. Und wir schätzen auch das, was die Hartberger in der Saison wieder abliefern. Aber wie wir gesagt, wir wollen ja irgendwann einmal aus unseren nicht so guten Spielen gegen Hartberger lernen, und ich glaube, das haben wir heute an den Tag gelegt. Wir haben versucht, früh zu stören. Wir haben gewusst, wir wollen im Offensivspiel trotzdem von hinten rausspielen. Wir haben gewusst, wenn wir drauf sind, werden wir Ballgewinne haben, dann werden wir Umschaltsituationen haben. Wenn nicht, werden sie durchspielen, wie es beim 2-1 passiert ist. Das ist das Risiko eben. Aber das war sicher eine von unseren besseren Partien, das stimmt. Ja. Und den Freistoß. Das ist so wie beim Elfmeter, solange wir drei, vier Jungs haben, die gern schießen möchten,
und normalerweise auch die Qualität haben, den zu schießen, weil der Sutte von der anderen Seite hat auch die Möglichkeit mit dem Linken, habe ich kein Problem damit. Also das ist schon in Ordnung. Der eine ist der arrivierte Spieler, der andere ist der Junge, der Aufstrebende, der weiterkommen will. Diskussionen hast du immer. Ich glaube, das ist alles soweit im Rahmen. Und mit der Diskussion mit dem Suttner hat er sich die Latte für den Freistoß selbst sehr hochgelegt. Die Diskussion war wahrscheinlich anders gewesen, wenn er nicht in die Mauer geschossen hätte. Insofern ist es soweit okay. Aber es ist okay, wenn sie Verantwortung übernehmen. Und das Entscheidende ist, dass sie Verantwortung übernehmen wollen, wenn sie unangenehme Dinge zu erledigen haben. Nicht ein Elfer, ein Freistoß, wo die Chance viel größer ist, als Gewinner wegzugehen, als als Verlierer von einer Aktion, sondern dann, wenn es ans Eingemachte geht. Und das hat der Vize heute aber trotzdem auch über das ganze Spiel gut gemacht. Also das, wie er sich durchgesetzt hat beim Freistoß, das war auch in vielen anderen Szenen heute auch der Fall und heute war ich mit ihm sehr zufrieden. Ja. Thomas Muck vom Sportreport. Peter, zuerst einmal willkommen zurück und Glückwunsch zu einer starken Leistung deiner Mannschaft. Wenn ich es jetzt ein bisschen flapsig formuliere, habt ihr heute Chancen gehabt für 3 bis 4 Spiele. Was ärgert dich mehr? Die Qualität im Abschluss oder die Phase nach dem 2:1, wo ihr doch auch ein bisschen ins Wackeln gekommen seid? Also, das ist sehr schwer zu sagen. Also, es ärgert mich gar nichts. Ehrlich, es ärgert mich gar nichts, weil sie haben es gut gemacht. Das ist halt, sie haben Situationen gehabt und der Gegner hat einen sehr, sehr guten Tormann gehabt. Der hat immer auch einmal noch gute Reaktionen gehabt. Deswegen, das, was wir spielen wollten, das haben sie gespielt. Und dass du, wenn du das Dritte nicht machst und der Gegner noch einmal retour kommt, dass du dann ins Wanken kommst, das ist jetzt dann nicht die große Überraschung. Das ärgert mich auch nicht, aber das ist dann die logische Erklärung dafür, wenn du die Partie nicht fertig machst. Nicht? Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin draußen gesessen und habe gedacht, naja, wenn wir jetzt dann irgendwann nochmal noch 15, 20 Minuten vor Ende nicht das Dritte machen und fangen an, aus einer Standard oder was auch immer, das war noch dazu ein super Spielzug, dann wird es noch mehr eng. Also da bin ich jetzt auch kein wahnsinniger Professor im Fußball, das ist eine klassische Geschichte, die immer wieder passiert und kann ja gar keinen Vorwurf machen, dann haben sie sich halt drüber arbeiten müssen. Und wir haben ihnen halt dann quasi das von außen mitgegeben, mit einem zusätzlichen Verteidiger, dass sie sich ein Stück weg noch sicherer fühlen in der Defensive, dass wir Umschaltsituationen weitergehen werden, war auch klar. Und wir sind halt schon in der Phase drinnen, jetzt, wo wir auch Jungs haben, zum Teil auch, so wie der Michi Madl, viel mehr gespielt hat, als er die letzten Monate gespielt hat und das mit seinen Problemen im Knie und der quält sich drüber. Da stößt dann nochmal einen Verteidiger dazu. Du brauchst ihn aber, weil er ein positiver Typ ist, weil er einteilt, weil er in der Phase jetzt ganz einfach richtig wichtig ist. Und dann gibst du dann auch wieder ein bisschen was noch im Spiel mit und Gott sei Dank haben wir es dann gewonnen. Aber eigentlich war es ein ganz normaler Spielverlauf, wenn du die Partie nicht fertig machst. Stefan Eulerer, Ineos. Ich habe gesehen, der Patrick Wimmer nach dem Spiel, er war auf beiden Oberschenkeln eingebunden. Fehlt dir beim nächsten Mal oder was also, hat er eigentlich genommen? Nein, er hat Probleme mit den Adduktoren und wir haben dann auch gemerkt während dem Spiel, dass er wieder ein bisschen muskuläre Probleme kriegt und dann haben wir ihn halt runtergeholt. Ne? Ich finde, er hat eine sehr, sehr gute Partie gemacht. Er ist mit seinem Tempo und mit seinem Speed, wenn er im Laufen ist, ist ein richtig guter Fußballspieler, muss man echt sagen. Aber wir haben noch ein paar Partien und wir haben halt auch die Angst dann gehabt, dass er eine Verletzung hat, wo er dann möglicherweise wirklich ausfällt. Jetzt hoffen wir mit den 2-3 Tagen Regeneration, dass er Samstag wieder dabei ist. Und wir haben möglicherweise oder hoffentlich noch ein paar ganz wichtige Spiele in dem Jahr. Thomas Schrenk von der APA. Ja. Wenn wir schon bei den wichtigen Spielen sind, jetzt hat der Markus Suttner nach dem Spiel gesagt, das ist durch diese ganze Geschichte mit dieser Erkrankung und so, merkt es halt schon, dass im Training, dass das nicht so leicht, dass man das nicht so leicht übertauchen kann. Ja. Und jetzt hat man aber dieses Programm noch, wo dann, wenn es in diesem Europacup-Playoff geht, ich glaube, das sind dann 3 Spiele innerhalb von einer Woche. Muss man da jetzt schon ein bisschen vielleicht schauen, dass man das... Dass man jetzt sagt, okay, jetzt haben wir Samstag wieder das nächste Spiel, dass man dem einen oder anderen dann doch irgendwie notgedrungen eine Pause gibt? Also wir haben seit
fünf Wochen, seit sechs Wochen. Also haben uns ja phasenweise fünf, sechs Spieler gefällt. Ne? Ja. Und die eine Gruppe hat sehr, sehr intensive Belastung gehabt, die anderen sind nach der Krankheit retour gekommen, denen ist es nicht gut gegangen, körperlich. Und seit fünf, sechs Wochen sind wir am Trainieren zwischen Regeneration, wer ein bisschen Belastung braucht, dass er reinkommt, wer schon ein bisschen mehr Belastung vertragt, wie viele Spiele, wer aushält. Und deswegen sage ich ja, also ich kann es immer wieder nur sagen, ich bin wirklich auch aufgrund der Situation, wie sich die für die Spieler darstellt, auch mit den ganzen Fragezeichen, ich bin wirklich beeindruckt, wie sie die Situation annehmen. Es ist echt schwierig, also es ist herausfordernd und die letzten Wochen haben wir sehr, sehr viele Ausfälle wirklich kompensieren können. Und wir haben uns nicht zu Tode gejammert, sondern wir haben es auch genommen, die Situation. Und da haben manche sehr, sehr viel Einsatzzeiten gekriegt, obwohl sie gar nicht so bereit waren, aber haben das für die Mannschaft abgeliefert. Und jetzt hoffen wir halt, dass wir diese Balance weiterfinden die nächsten Wochen. Und es wird immer was sein zwischen Erholung, wie viel kannst du wem zumuten, dass du nicht verlierst, und wann kannst du die Spieler wieder einsetzen. Das machen wir seit fünf, sechs Wochen, ist es so. Ja. Gut, alles beantwortet. Dann sagen wir Dankeschön, okay, und wünschen einen schönen Abend. Nächste Pressekonferenz am Freitag.